Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum Börsenbuffet Livestream am 11.10. Es gibt mehrere interessante Entwicklungen. Einmal startend mit dem Germany 40, dem US 30 und dann die Zinsen und der Bitcoin. Das sind die Top-Themen am heutigen Tag. Ich will mal mit dem Germany 40 beginnen. Das Germany 30 hat sich einfach eingebürgert. Ich sage es immer wieder. Es ist natürlich der Germany 40, der eine Signallinie, eine Signalkerze ausbildet, auch Anstalten macht, die zu unterschreiten. Hier der Schlusskurs noch zu marginal drunter. Das würde ich nicht als die erste Kerze, die drunter schloss, ansehen. Also Signallinie 12102 muss jetzt auch unterschritten werden. Im Stundenkerzenchart, wichtige Entwicklung jetzt ist, dass wir ein 1, 2, 3 Top jetzt haben bei der 15, 2, 14. Und wie in der Nacht auch schon, bewegen wir uns hier jetzt nach unten. Haben jetzt auch schon die 100er, 1,61er Fibonacci-Extension erreicht. Und jetzt geht es darum, festzustellen, ob wir aus dieser vorbörslichen Spanne nachhaltig ausbrechen. Das ist im Moment nicht der Fall. Grundsätzlich mal diese Flaggenkonsolidierung, die begonnen hat Freitag in der Nacht, in den frühen Morgenstunden, gab es hier einen Abwärtsimpuls und es gab dann zwei Versuche, einmal um 9 Uhr und dann zu den US-Arbeitsmarktdaten ein höheres Hoch auszubilden. Das klappte nicht. Wir sanken dann am Freitagabend unter das Impulsende, haben damit jetzt eben auch dieses Top gebildet. Bedeutet also im weiteren Verlauf, um das Ganze, diese Top-Bildung zu hinterfragen, muss die 15.212 wieder überschritten werden. Alles darunter kann zu einem Abrutschen führen. Die 5.81er ist bei 14.879 und im Blick sollte man auch behalten, dass bei 14.989 die 200-Tage-Linie liegt. Bedeutet also, es könnte einen weiteren Test geben der 200-Tage-Linie. Würde dann bedeuten, der Germany 30, 40 hätte hier die Chance, einen Boden auszubilden. Also der Verlauf könnte ja sein, dass wir jetzt den Impuls haben von letzter Woche, der jetzt auskonsolidiert und auskorrigiert wird, zurück auf die 200-Tage-Linie zum Beispiel. Und dann hätten wir das letztwöchige Hoch, das Hoch vom 8. Oktober, als Triggerpunkt für eine mögliche Bodenbildung, also eine 1, 2, 3. Das würde zum saisonalen Muster passen. Bis zum Jahresende im 10-Jahres-Schnitt steigt der DAX. Grundsätzlich also ausbaufähig, außer er rutscht natürlich nach unten und macht ein tieferes Tief. Aber das gilt es eben abzuwarten. Im Moment hier überhaupt keine Tendenz, weder in die eine noch in die andere Richtung. Wir sind innerhalb der neutralen Spanne, die relativ groß ist von 15.240 auf 15.140 ungefähr, also gut 100 Punkte. Und im 1-Minuten-Chart jetzt die Chance aufgrund dieses Impulses für eine Bodenbildung. Im US 30 haben wir ja im August eine Top-Bildung gesehen, beziehungsweise dann erst im September. Im August gab es dann nochmal den Versuch, über die 35.600 drüber zu kommen. Wie man sieht, hat das nicht funktioniert.
die Zinsangst belastet auch die Value-Aktien, obwohl das nicht so ganz stimmig ist. Wir werden in dieser Woche ja beginnende Berichtssaison haben. Die großen Investmentbanken werden ihre Quartalszahlen präsentieren. Und steigende Zinsen sind ja grundsätzlich positiv für Value-Aktien, grundsätzlich positiv für die Banken. Und die pandemiebedingten Rückstellungen könnten verringert werden. Das könnte zu einer positiven Tendenz bei den Bankaktien führen, wenn die Erwartungen da erfüllt werden, vielleicht sogar übertroffen werden. Es gab ja Risikorückstellungen, die gemacht werden mussten aufgrund der Tatsache, dass der Ausblick auf die Konjunktur und auf das Geschäft unsicher war. Da sind viele Rückstellungen gemacht worden, die nun langsam aufgelöst werden können. Das könnte die Berichtssaison rund um die Banken in dieser Woche beeinflussen. Und der US-30 bildet eine Outperformance aus, relativ zu dem Nasdaq, zu den Tech-Aktien. Quartalszahlen in dieser Woche. Am Mittwoch kommt JP Morgan und Delta Airlines, am Donnerstag Bank of America, Wells Fargo, die Citigroup, am Freitag Goldman Sachs. In der nächsten Woche geht es dann richtig los. Mit der Berichtssaison auch im Tech-Sektor. Dienstag kommende Woche dann Netflix, Ericsson, Johnson & Johnson, Intuitive Surgical, Halliburton. Am Mittwoch dann kommende Woche Mittwoch ASML. Und die Nasdaq selbst legt Quartalszahlen vor. Am Donnerstag kommende Woche dann Snap, Intel, AT&T. Am Freitag kommende Woche Schlumberger und American Express. Dann am Montag, die darauffolgende Woche, das ist dann schon der 25. Oktober, kommen Facebook. Am Tag drauf, am 26. Oktober, Alphabet, Twitter, GlaxoSmithKline, Texas Instruments, 3M. Am Mittwoch, am 27. dann General Motors, Boeing, Coca-Cola, Ford. Am Donnerstag dann Starbucks, Apple, Caterpillar. Also prall gefüllt. Der Terminkalender, was Quartalszahlen angeht, ab sofort. Ja, was wäre der bullische Fall? Der bullische Fall wäre genau das, was wir jetzt im US-30 haben, dass genau diese 34,561 gehalten werden kann, dass das verteidigt wird, dieses Level. Dass wir also das ähnlich sehen, wie wir es hier auch schon mal hatten, Mitte September. Dass dann aber kein Abrutschen kommt, sondern ein Aufbäumen nach oben. Dann könnte hier der Punkt 2, das Hoch vom 3.6. August, nochmal getestet werden. Der bärische Fall wäre ein Tagesschlusskurs wieder unter 34.561, das käme dann einer Reaktivierung dieses Topmusters gleich. Germany 30 bisher alles neutral, das ist ja weder eine Bodenbildung von unten kommen, noch wäre irgendwie ein Trendsignal abwärts entstanden. Das ist ja alles ziemlich ereignislos, aber im Stundenchart wirklich übergeordnet ist diese neutrale Range jetzt nicht mehr neutral seit Freitag 17 bis 18 Uhr.
ist hier ein aktives 1-2-3-Top da, das grundsätzlich dazu führen kann, außer wir gehen über die 15-2-12 und stabilisieren uns da, und grundsätzlich dazu führen kann, dass wir nochmal die 15.000 Punkte-Marke testen und die darunter liegende 200-Tage-Linie. Anlass dazu könnte die Entwicklung am Rentenmarkt in den USA geben. Hier sehen wir am heutigen Tag ein neues Zinshoch, neues Zins, also neues Tief bei den T-Notes, neues Zinshoch umgekehrt. Also die Entwicklung ganz grundsätzlich betrachtet im größeren Bild. Aus dem Wochenkerzenchart. Jetzt eine Top-Bildung, die wir ja schon hatten in der Woche vom 27. Februar. Da hatten wir diese Tendenz über dieses steigende, über diese Flagge. Vielleicht hier ein bisschen anpassen, aber grundsätzlich ist klar, was gemeint ist. Wir haben hier ein 1, 2, 3 Top. Bedeutet, nach unten wäre Platz bis 129,34. Das wäre die erste Auffächerungsmarke aus dieser Top-Bildung. Und wir sind jetzt an der 200-Wochen-Linie bei 131,59 angelangt. Ähnliche Situation im Euro-Bund Cash-CFD, 10-jährige Staatsanleihen Deutschland, neues Zinshoch, höchster Zins seit dem 8. Juni. Bis zur 170,50, 170,75 gab es, nehmen wir das hier raus, 170,78, Entschuldigung, zu dieser Marke gab es hier eine Bodenbildung, die jetzt in Frage gestellt wird. Wir haben ein neues Zinshoch. Der Punkt 2 ist die nächste Unterstützung, das ist das Tief vom 31. Mai. Bei 169,73. Der Bitcoin bricht nach oben aus, macht ein neues Hoch, höchster Stand seit 13. Mai. Im Wochenkerzenchart gab es beim Bitcoin eine Top-Bildung. Dieses 1, 2, 3 wurde eben Mitte Mai dann mit den Verlusten aktiviert. Und dieser Rücksetzer hier ist quasi ein bullischer Druckaufbau, da es zu keiner erneuten richtigen Reaktivierung kam von diesem Top. Also 47.532 wurden gehalten. Damit besteht die Chance, dass das Hoch bei 59 570 getestet wird, ein Ausbruch darüber könnte uns bringen zum Allzeithoch im Bitcoin 64.872 liegt das. Bärischer Verlauf wäre nochmal ein Test der 47.532. Schlusskurs darunter auf Wochenbasis könnte eine Extension bringen auf 36.816. Kryptoaktien müssen nicht unbedingt netto positiv sein, was diese Nachricht angeht. Wir haben aus China die Nachricht, dass Kryptomining jetzt auf die Liste der Branchen gesetzt wurde in China, in die nicht investiert werden darf. Bisher ist dieses Gesetz nicht da und daher sind auch Details nicht klar. Also wie wird sich das auswirken auf das Geschäft von auch westlichen Kryptomining-Unternehmen? Da gibt es ja
eine Reihe von Unternehmen. Riot Blockchain ist eines zum Beispiel, die schon seit geraumer Zeit hier Probleme haben, sich nach oben abzusetzen. Da gibt es keine positive Korrelation zwischen Bitcoin und dem Aktienkurs von Riot Blockchain. Grundsätzlich hätten wir hier die Chance für eine Bodenbildung oberhalb von 2464. Die wird gehalten, wurde auch damals gehalten am 20. Juli, kann aber auch hinterfragt werden, wenn wir drunter rutschen. Also eine richtige positive Tendenz gibt es nicht zwischen Riot Blockchain und dem Bitcoin. Positiver sieht es da schon aus mit Marathon Digital. Hier haben wir eine Bodenbildung und auch mehr oder weniger eine Korrelation schon eher mit dem Bitcoin. Das ist nicht eins zu eins der Bitcoin, aber man sieht, die geht mit nach oben. Aber da die Kursreaktion heute auch spannend für auf diese Nachrichten, die aus China kommen. Ist also schwierig, wie bei Rohstoffaktien auch. Wenn ich also sage, ich habe eine positive Meinung oder negative Meinung zu einem Markt, zum Beispiel zum Bitcoin, und gehe dann long oder short in den Aktien, die was mit dem Bitcoin zu tun haben, der Schuss kann nach hinten losgehen. Also wenn man in der Lage ist, und das ist man ja bei CMC Markets, die Märkte direkt handeln zu können, zu denen man sich eine Meinung gebildet hat, dann ja, ist es aus Erfahrung sinnvoller, das zu tun, weil Korrelationen auch aufbrechen und sich dann plötzlich verändern oder mal einfach über diese Investitionszeitraum mal nicht da sind. Also, wenn man eine positive Meinung zu einem Markt hat, dann macht das Direktinvestment Sinn, anstatt irgendwas Korrelierendes zu kaufen. So, Germany 40 hätte jetzt die Chance, über dem 9.08 hoch bei 15.2 anzusteigen. Thomas, schönen guten Morgen. Thomas schreibt im Live-Chat, mal die Bayer-Aktie anschauen kann. Kann ich sehr gerne tun. Nicht erschrecken, ich bin hier im Monatskerzenchart. Und tatsächlich ist das, sag ich mal, tapfer, was die Käufer hier an der 46, 86 machen. Das ist der Punkt 2 aus einer Bodenbildung aus dem Jahr 2011. Für das Jahr 2011, vielleicht sogar 2012. Nee, ja, Juli 2012 wurde diese Bodenbildung aktiviert über 57,04. Also 57 Euro und ja, 5 Cent aufgerundet ist das Hoch vom Februar 2012. Da hatten wir eine 1, 2, 3. Das ist fast bis zur 4,23er auf, hat sich das aufgefächert und dann ist ein Top entstanden, das hier bestätigt wurde und jetzt ja, geht es eigentlich darum, abzuwägen, was soll da draus jetzt werden. Wir sind unter die 57,05 Euro Marke drunter gegangen, ja, und haben das auch bärisch bestätigt. Im Februar und im Mai ist die Bayer nicht darüber gekommen. Was grundsätzlich einen bärischen Druckaufbau mit sich bringt. Der jetzt abgefangen wird an der 4686. Ja, wir haben so eine Doji-Kerze im September. Also Käufer, Verkäufer auf einem gleich stark nach mehreren bärischen Kerzen.
Ja, und jetzt geht es im Grunde darum, kann daraus ein Morningstar-Muster werden, also schwarze Kerze, Doji und jetzt einhüllende positive Kerze. Bedingung dafür ist, dass die Bayer-Aktie am Ende des Monats über der Hälfte des Kerzenkörpers vom August schließt. Bedeutet also, Eröffnungskurs war 50,47. Ich habe jetzt gerade meinen Taschenrechner hier aufgemacht. 50,47. Der Schlusskurs war 47,01 geteilt durch 2 plus 47,01. Ich habe jetzt also 50% Retracement, genau die Hälfte der Wegstrecke hier berechnet von diesem Kerzenkörper und der liegt bei 48,74 Euro. Und das ist jetzt aus der Kerzenchart-Technik ein Widerstand, der auf Monatsschlusskurs gebrochen werden, Schlusskursbasis gebrochen werden muss, um ja, da ein bullisches Morningstar-Muster entstehen zu lassen. Bedeutet also, man kann auch auf Tagesbasis oder Stundenbasis jetzt diese Annäherung an diese Marke beobachten und sich anschauen, was da passiert. Kann ja sein, dass auf Stundenbasis hier jetzt ein 1, 2, 3 Top entsteht. Heißt also, für die zweite Monatshälfte könnte da wieder eine korrektive Bewegung und dieser Trend sich umkehren entsprechend. Oder wir sehen dort eben keinen Top. Dann hätten wir die Chance für einen Ausbruch nach oben, womit sich dann die Chance erhöhen würde, dass wir am Monatsende darüber schließen, was grundsätzlich dann bedeuten würde, dass der Punkt 2 hier als Unterstützung bestätigt werden würde. Wir haben ja schon dieses Bullish Engulfing Pattern, ja, das Abtauchen und dann wieder hochkaufen. Und jetzt müssen die Käufer erneut zeigen, dass sie noch da sind. Ansonsten wäre der bärische Fall, dass wir da drunter bleiben auf Monatsschlusskursbasis und sich dann dieser bärische, sag ich mal, Trend hier fortsetzt, wir unter die 2 tauchen und dann runterlaufen zu dem Support vom Oktober, die Oktobertief und dann eben insgesamt die 34,80 testen. Ja, also es hängt in den Seilen, was Bayer angeht, aber sie versuchen ihr Bestes zu geben, den wichtigen Support zu halten. Germany 30 komplett neutral, gar kein Signal, weder bullisch noch bärisch. Es ist inmitten der vorbörslichen Spanne da, ist bisher nichts passiert. Peter, guten Morgen. Peter schreibt, Jochen, brauchst nicht alle vorlesen. Ich glaube, es sind über 2000. Was meinst du damit? Das muss mit irgendwas zusammenhängen, was ich gerade erzählt habe. Uli schreibt, hoffe mal, dass der Germany 40 auf 14,89 oder 15.022 fällt. Also nochmal dieser Supportbereich hier, wenn ich das richtig verstehe.
Peter schreibt, in Nordrhein-Westfalen ist gerade 137 Kilometer Stau. Fühlt man sich gleich besser, wenn man da nicht drin steht. Welche Firma waren die Ergebnisse veröffentlicht? Mache ich nicht alles vorlesen, ja. Da werde ich nicht fertig. Hier haben zumindest die Highlights ausgegriffen. Wie gesagt, diese Woche dann die Investmentbanken mit dem Auftakt. Um Zalando steht es gar nicht gut. Technisch hätten wir ja da die Chance, wenn das Tief vom 9. November hält, dass da die Bodenbildung irgendwie wieder entstehen kann, wenn sie den ganzen Weg wieder hochschaffen über die 83, 96. Aber es kann auch sein, dass hier die Bodenbildung bricht. Dieses Trendfortsetzungsmuster aus dem November, wenn wir unter 73, 83 gehen, Zalando aktuell minus 3,7%. Warum ist Zalando so unter Druck? Es geht um den britischen Online-Mode-Händler ASOS. Der Chef dort ist zurückgetreten. Es gab einen Ausblick auf 2022 von dem britischen Konkurrenten, der negativ enttäuschend ausgefallen ist. Und jetzt hier der Sog für Zalando mit den Sippenhaft genommen. Also bärische Entwicklung wäre ein Rutsch bei Zalando unter 73, 83. Das könnte dann eine weitere Auffächerung gegenüber dieser Top-Bildung vom Juli bringen zur 67, 39. Bullish wäre das zu halten und wieder drüber zu gehen über 76, 29. Wie gesagt, dann ist aber immer noch die 83, 96 ein wichtiger Widerstand. Ja, relativ ereignislos heute am Vormittag, am frühen Morgen hier, was im Germany 30 hier passiert ist. Grundsätzlich die Erkenntnis ist, dass wir ein aktives Top haben, auch wenn es jetzt erstmal in der ersten Stunde nicht weiter oder ersten halben Stunde nicht weitergegangen ist. Es wäre die Möglichkeit gegeben für eine Bodenbildung, wenn wir über die 908 hoch drüber gehen, uns darüber etablieren. Grundsätzlich im weiteren Verlauf. Ja, gilt es, die 34.561 darauf zu achten, ob dieses Support-Level auf Tagesschlusskursbasis gehalten werden kann. Im Blick behalten kann man auch die Entwicklung von den T-Notes, neues Zinshoch zu Wochenbeginn. Dürfte bestimmt den einen oder anderen Zentralbanker auch interessieren. Vielleicht gibt es da die eine oder andere Wortmeldung, also auf diese Headlines. Nach diesen Headlines sollte man Ausschau halten.
der Markt für Zinsen und was die Erwartungen angeht, was die Zinswende und so weiter angeht, ist doch sehr stark auch geprägt von so einem Spiel aus Zuckerbrot und Peitsche. Jetzt ist halt eine Weile die Peitsche dran gewesen mit diesen steigenden Zinsen. Aber es kann auch sein, dass da ein bisschen von dem Zuckerbrot verteilt werden könnte. Dass man sagt, okay, wir machen zwar das Tapering, aber machen dann eine erste Zinsanhebung abhängig von den Daten oder wie auch immer das dann formuliert wird. Aber man sieht schon, dass auch da, sagen wir, in den Zentralbanken der Wind gedreht hat. Der Druck, dem sich die Verantwortlichen da gegenübersehen von der Inflationsseite wird größer. Und bisher waren ja die Zentralbanken und die dort Verantwortlichen die besten Freunde von den Regierungen und Finanzministern, die sich über die Pandemie ja fast kostenlos verschulden konnten. Und jetzt kommen wir so in so eine Phase rein, so mit den nächsten 12 Monate, wo sie immer weniger der beste Freund sind, sondern eher da Kollisionen entstehen könnten. Wenn also gerade Investitionen und staatliche Investitionen getätigt werden sollen in alle möglichen Bereiche und das dann immer teurer wird, weil der Zins steigt. Ja, also in den USA ist es Infrastrukturinvestitionen, die getätigt werden sollen, die nicht mehr so günstig sind, wie sie es mal letztes Jahr waren, in der Tendenz sogar steigen könnten. Ja, man kann ja bei den T-Notes auch Zinsen ausmachen oder projizieren von über 2%, vielleicht 2,5 oder 3%, ja, wenn diese Dynamik anhält. Und da sind wir natürlich schon wieder im ganz anderen Kostenbereich. Der Markt hofft ja darauf, dass dieses Infrastrukturinvestitionsprogramm auch kommt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wichtiger Support im US 30, 34, 5, 61. Im Germany 40 haben wir jetzt das aktive Top. Unterhalb von 15.214. Das sind so die Ereignisse und das, was man eben für den Moment feststellen kann. Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag und vielen Dank fürs Einschalten.